Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, der Fokus stimmt. Es gibt einen dritten Look mit Norvina 3. Ich bin immer noch, es ist noch derselbe Tag wie gestern oder vorgestern, wann ihr das Video gesehen habt. Das letzte Norvina, die Nummer 2, also Volume 3, Look Nummer 2. Ich habe mich aber heute Mittag abgeschminkt, weil ich tränende Augen habe. Und ja, keine Ahnung, lag dann auf der Seite, dann ist das eher alles verschmieren. Und so dachte ich, gut, dann nutzen wir die Gelegenheit und testen einen neuen Look aus. Ich habe mir gedacht, was habe ich mir gedacht? Ich fange mal an. Ich möchte E3 nehmen. E3, das Problem ist, mir fehlt definitiv ein Schwarz hier. Auf jeden Fall. Ich benutze Anastasia bei, ich fange an mit E, was habe ich gesagt? E1. A4. Das ist so ein Leimgrün. Mit dem fange ich auf jeden Fall mal an. Ups. Und trage den mal hier so auf. Ich habe eine Eine Base Base drauf. Okay. Ich finde dieses Grün, ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Mein Fokus spinnt. Ist mein Handy echt mal. Warum spinnst du denn? Was ist mit dir los hier? Oh, es wird intensiv. Es ist echt ein grünes Augen-Make-up. Sowas von. Aber ich finde, es sieht so matt bei euch aus. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht so komisch aus. Naja, es lässt sich jetzt leider nicht ändern. Ich müsste mein Handy mal runterfahren, hochfahren, gucken, was es hat. Was du vom Problem hast. So. Dann nehme ich wieder meinen Anastasia Beverly Pinsel. Es ist nicht die beste und nimm den E1. Das ist so ein Waldgrün. Ich finde, das ist so Wald. Vor allen Dingen mit dem Braunrot daneben. Und tupfe mir das jetzt hier hin. Versuche, das Waldgrün dahin zu machen. Ich überlege, ob man überhaupt monoton werden kann. Also, ich meine, es ist jetzt noch tagsüber. Ich meine, wer läuft so rum, ne? Vielleicht benutze ich noch ein Schwarz aus einer anderen Palette, damit wir das ein bisschen verdunkeln können, weil das wird ja irgendwie nichts hier. So. Ich weiß nicht, ob das scharf ist oder nicht. Keine Ahnung, Leute. Von heute. Ja, gesichtstechnisch habe ich nur Bronze aufgetragen, weil ich eben noch nicht genau weiß, wo mich das jetzt hier hintreibt. Aber ich glaube, ich brauche diese A1. Dann gehe ich in mein. Füße, ihr wisst gar nicht. Könnt euch das nicht vorstellen, wie nervig das ist, wenn man geschwollene Füße hat. Oder vielleicht wissen es manche Leute. Es nervt. A1. A1 ist so ein Leimgrün. So gelbgrün, oder? Ich finde schon, dass es ein Leimgrün ist. Gott, ich hatte schon ewig keinen synthetischen Pinsel an der Hand. Normalerweise einfach ausschneiden, Lidstrich fertig. Ist das too much? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Viel Auswahl finde ich nicht, haben wir hier, was wir als für die Augen benutzen könnten. Ich finde das gut, dass die
Spiegel auch halten. Dafür fliegen andere Paletten runter. Weil wenn man das so unnötig stapelt. Oh. Bis was kaputt geht, ey. Das ist so typisch ich. Zubrecker. Zubrecker. Ja. Das hier gefällt mir auf jeden Fall gut. Kann sie auf jeden Fall miteinander gut verblenden. Ich finde, der Übergang ist auch relativ gut geworden, obwohl ich ja noch mal dunkel aufgetragen habe. Ja. Fertig, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn machen? Da ist ein Grünton, den können wir draufpacken. Also ich brauche was Schwarzes, ne? Ich überlege gerade, wo ein guter schwarzer Ton ist. Ich benutze nur Wiener Nummer 1, da ist nämlich ein Schwarzton drin. Ja, das ist doof, wenn man switchen muss. Aber ich kann das irgendwie nicht so stehen lassen. Irgendwie ist das mir zu kahl. Kahl. Weißt du, was ich meine? Da muss irgendwas hin. Sonst ist es nicht zu. Also ich finde, das hat sonst gar keine Dimension. Schön in die Lidfalte rein. Das stört mal gar keinen hier. Ja, also die Töne, muss ich echt sagen, die riechen gar nicht lecker. Also sie müssen eigentlich nach nichts riechen, aber die riechen wirklich so billig. Die riechen gar nicht so teuer, wie sie verkauft werden. So. Und dann können wir nämlich nochmal mit dem dunklen Ton von der Anovina 3 Palette in den dunklen E, in den Waldgrün. Und dann nochmal aufbauen. Das Grün. Damit das Schwarz auch noch ein bisschen gedämmt wird. Und das Grün halt eher mehr zur Geltung kommt. Wieder schwarz. Also es heißt einfach aufbauen, aufbauen, aufbauen. Jetzt ist es irgendwie so. Ja, wie ist es denn? Keine Ahnung. Mein Dingenskirchen ist weg. Mein Saubermachgedöns. Ach, da. So. Ja, meine Lieben. Was soll ich sagen? Ich benutze nochmal die Geschichte hier. Pack das mir noch mal drauf. Ich glaube, so kann man es lassen. Lila ist ja schon alltagstauglicher als grün, merke ich irgendwie gerade. Naja, wir müssen ja ausprobieren. Hier ist ein ganz, ganz schöner Grünton drinne. Den werde ich auch ausprobieren mit euch jetzt. Das ist der hier. Das ist ein Grünton mit Gold und silbernen Schimmer, wie ich finde. Weiß nicht, inwieweit man das erkennen kann. Ja. Den trage ich mir jetzt auf jeden Fall mal auf. Und dazu benutze ich einen flachgebundenen Pinsel. Ich finde, hier ist irgendwie so ein Fleck drin. Aber gut. Mal gucken, wie weit wir kommen. Na, und dann trage ich mal den Ton auf. Wow, das ist echt schön.
Wow. Halleluja, Halleluja. Oh, sorry, dass ihr gerade meine Stirn gesehen habt, aber ich war gerade einfach in meiner eigenen Welt. Wenn ich manchmal Lidschatten auftrage und es haut mich einfach um, dann ist einfach Halleluja dran. Oh, Baking. Baking ist echt alles in der Schwangerschaft, sage ich euch. Hab so ein fettiges Gesicht, ey, das gibt's gar nicht. Ansonsten, ne? Sonst habe ich echt übelst das fettige Gesicht. Also sonst nicht, aber in der Schwangerschaft. Hammer. Entweder trocken oder nass, geschwitzt. Gar kein Make-up mehr drauf. Fünfmal abgeschminkt, weil es nicht mehr geht. Wow. Doch, kann man so lassen. Ich würde unten am Wimpernkranz auch ein bisschen hier dieses Grün drauf machen. So. Sprühen wir an, ist mir zu riskant, zu viele Partikel zu verlieren. Aber es hält wirklich gut. Also ich muss sagen, es ist echt erstaunlich, wie gut eigentlich die Dinger da von Anastasia halten. Hätte ich nicht so irgendwie gedacht. Keine Ahnung. Ich trage mir das am unteren Wimpernkranz auf, dieses Grün mit Schimmer. So auf den letzten zwei Drittel. Mann! Kein Handspiegel, weil nichts ein Spiegel ist. Bei der Bronzer. Es wäre der Hammer, wenn ich dieses Jahr noch ein Bronzer aufbrauche. Weil ich habe schon ein Bronzer aufgebraucht. Wow, schaut mal bitte, wie geil das aussieht. Wow, es gefällt mir wirklich gut. Ist wirklich was geworden. Unglaublich. Wow, echt Hammer, Hammer, Hammer hart. Hammer, Hammer, Hammer hart. Und dann. Ihr Lieben, bräuchte ich irgendeinen sauberen Pinsel. Und dann trage ich mir C1 auf. Also ich muss sagen, es sah am Anfang danach aus, dass ich es nicht schaffen werde, ein schönes Augen-Make-up zu machen. Weil ich gedacht habe, das ist einfach alles nix. Und jetzt sieht es einfach geil aus. Das Ganze trage ich auf den ersten Drittel dann natürlich auch auf, weil es sich dann widerspiegelt. Also ich muss sagen, ich hätte der Palette weniger zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Das überrascht mich gerade wirklich. Also, hätte ich jetzt einfach nicht gedacht. Ich benutze auf jeden Fall Kajal. Jeden Fall mal da oben. So. Es geht mit dem Essence Extreme Lasting echt mega gut. Es macht schon was aus, auch wenn ich so gucke, macht das schon viel aus. Ich überlege, ob ich ein bisschen auch. Es gibt gar kein ein bisschen Schwarz, oder? So, dann. Hier, super Last Dip Eyeliner. Ich habe jetzt einen anderen Pinselchen drauf. Ich mag diesen Super Last Eyeliner nicht, weil er einfach nicht. Ja, was ist er nicht? Boah. Glitzerpartikel fliegen auf jeden Fall rum. Aber gut. Ich benutze jetzt meinen Eyeliner da oben. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Also, es sieht schon gigantisch aus.
Ein schönes. Es ist auch eigentlich ein Abend-Make-up, ne? Weil ich meine. Ich habe mich jetzt auch geschminkt, weil ich jetzt noch zu einer Bekannten fahre. Also ich habe mich nicht wegen ihr geschminkt, um Gottes Willen. Ich schmink mich immer nur wegen mir selber, weil ich Bock einfach darauf habe. Nase, ey. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich bin so ein etwas erkältet. Oh, wenn ihr wüsstet, meine Zehen, habe ich gerade schon erwähnt, oder im Video? Ist abartig, ey. So. Könnt ihr so feine Eyeliner damit? Das kann ich nur mit diesen Pinselchen. Das hat halt nur drei Härchen dran. Und also dann habe ich wenigstens noch viel vom beweglichen Lid. Das habe ich sonst ja gar nicht. Oh, wie hart mein Bauch gerade ist. Ich muss dringend ins Pipi. Und Kaka und alles gleich. Nein, nein, Quatsch. Aber vor der Geburt wird der Bauch ja so ein bisschen hart. Anstrengend, ja. Echt anstrengend. Ja, unten, ich würde nichts mehr machen, bis auf meine Wimpern tuschen. Das mache ich mit der Coralista von Catrice. Ja. Mit meinen Lippen. Ich weiß nicht. So. Ich nehme den, ich habe so ein von Biotherm. Kann ich euch empfehlen. Ist aber wirklich eher so ein Gloss. Also, es pflegt schon Lippenbalsam für volle wirkenden Lippen. Natürlich und rosig. Ja, natürlich rosige Lippen. Ja, das stimmt ja schon, ne? Macht das ja auch. Kann man auch so lassen. Also, manchmal gehe ich damit auch einfach aus dem Haus. Aber für mich ist es eher so ein Balsam. Ja. Finde ich eher als Balsam schöner. So. Sehr, sehr schöne Augen gefallen mir sehr, sehr gut. Um das Ganze noch so ein bisschen noch schöner zu gestalten, nehme ich einen Lip Liner. Und zwar nehme ich einfach meinen Lip Liner, den ich eh aufbrauchen möchte. Das ist von Urban Decay einer. Ja, habt ihr das gewusst? Also ich meine, klar, dieses Schwarz macht schon was aus, ne? Ihr müsst schon. Dann habt ihr aber einen Ton wenigstens. Ja, wo ihr der. Ich würde ein Weiß und ein Schwarz, ne? Früher gab es von Essence so ein Duo. Immer benutzt. Ein mauvefarbener Ton. Und schon bin ich fertig. Ich würde jetzt halt noch. Also, ich würde jetzt noch ein Blush auftragen und zwar ein Nudigen Nude von Make-up Revolution. Verdammte Füße, sag ich mir. Klar, wenn jetzt nicht noch dieses schwarz-weiße Pinguin-Oberteil wäre. Und dann probieren wir einfach mal von Rival de Loup nochmal die Palette aus. Ich bin mir echt nicht so sicher, Mann. Ich meine, für das Geld, was erwartet man eigentlich, ja? Aber sie ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Diese hier. Die gibt es bestimmt wieder. Nur ist sie jetzt anders da umbenannt.
Und ja, kann man machen, würde ich sagen. Also, wie gesagt, drittes Augen-Make-up. Hier ist ein Fleck, sehe ich. Den habe ich hier nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier ist ein Fleck. Wenn ich so zumache, sieht das kein Mensch. Also wenn ich meine Augen mal nicht offen habe, würde das jetzt kein Mensch sehen. Aber da wir ja kritisch auch dem Gegenüber sein möchten und auch sagen möchten, was da ist, das kann ich mir nicht erklären. Vielleicht war es aber auch zu nass, die Base, weil ich sie ja nicht gesettet habe. Mal gucken. Also ich hatte das jetzt bisher nicht, dass ich so Flecken hatte. Mal schauen, woran es liegt. Ja.